In der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin wurde am 21. November die Wissenschaftswoche eröffnet. Präsident der IHK zu Schwerin, Matthias Behlke, begrüßte die zahlreichen Gäste im Ludwig-Bölkow-Haus. Der Schweriner Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier hielt ein Grußwort. Wir als Industrie- und Handelskammer wollen natürlich die Intensivierung wissenschaftlicher Aktivitäten immer erreichen und das natürlich auch hier in der Landeshauptstadt Schwerin, denn das ist aus unserer Sicht die Grundlage auch für prosperierende Wirtschaft und gerade in diesen Tagen mit diesen großen Herausforderungen, auch den Transformationsprozessen in der Wirtschaft, glaube ich, erklärt sich das in Teilen von selbst. Seit rund 20 Jahren wird mit der Schweriner Wissenschaftswoche ein öffentliches Forum für alle interessierte Bürgerinnen und Bürger geschaffen. In den 5 Tagen werden Vorträge und Workshops angeboten zu Forschungsergebnissen in relevanten Themen unserer Zeit. Den Auftakt bildete eine Keynote von Professor Dr. Henning Vöpel, Direktor des Zentrums für europäische Politik. Sein Vortrag zur aktuellen Bewältigung der Energiekrise und strategischen Herausforderungen künftiger Energiepolitik stieß auf großes Interesse. Ich denke, all diese Krisen zeigen, dass wir es mit sehr fundamentalen, strukturellen Erneuerungsprozessen zu tun haben. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir zurückgucken und sagen, warum geht das eigentlich alles kaputt? Wir wollen das wieder aufbauen. Der Blick muss nach vorne gehen und sagen, wir müssen Neues aufbauen. Neues, tragfähiges. Wir müssen den Wohlstand neu aufbauen. Wir müssen die Grundlagen erneuern, Wissenschaft stärken, auch sozusagen Optimismus stärken, Zuversicht. Das ist jetzt wichtig, nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne, dort ist der Ausgang. Zur Eröffnungsveranstaltung wurde gleichzeitig der Innovationspreis Schwerin 2022 für herausragende wissenschaftliche Arbeiten an den Hochschulen in Schwerin und Wismar verliehen. Dieser wurde auch in diesem Jahr von den Stadtwerken Schwerin gestiftet. Da wir natürlich weiterhin an der Vision in Schwerin arbeiten, dass wir irgendwann mal eine Hochschule hier haben werden, ist natürlich die Auszeichnung von guten jungen Leuten, die einem teilweise wie wir ja heute festgestellt haben, im Bauwesen ganz innovative Dinge tun. Und zwar Dinge tun, die beim Thema CO2 in der Bauindustrie zum Beispiel etwas ist, was uns lebensnotwendig sein wird. Insofern kann man nur sagen, ist es wenig genug und ich freue mich sehr, dass wir so gute Preise haben. Insgesamt erhielten 3 Studenten den Innovationspreis. Einer davon ist Henning Grüß. In seiner Masterthesis beschäftigte sich der Student mit einem 100% wiederverwertbaren Beton. Wir benutzen dieselben Rohstoffe, die wir praktisch in den ersten Beton reingetan haben, für den weiteren, so dass wir einen Kreislauf entwickeln können, einen Materialkreislauf. Und ich denke, da haben wir ziemlich gute Fortschritte gemacht. Meine Stärke lag vor allem darin, dass ich es geschafft habe, Innovationen, die schon bestehen, zu verknüpfen. Die Innovationen in Nordwestmecklenburg stoßen auf internationales Interesse. Stieg Römer Winter ist der Geschäftsführer des dänischen Unternehmens Fehmarn Belt Development. Er besuchte bereits vor einigen Tagen die Hochschule Wismar. Wir führen diese Gespräche, wie können wir in die Zukunft enger zusammenarbeiten. Und zum Beispiel machen wir jetzt ein Projekt in Rødby in Dänemark, wo wir auch die feste Fehmarn Belt Querung bauen, um in Rødby einen Universitätscampus zu machen. Und genau darum habe ich vor 10 Tagen ein Meeting mit Fachhochschule Wismar gehabt. Der sogenannte grüne Beton des Innovationspreisträgers Henning Rüß sorgte bei ihm für besondere Aufmerksamkeit. Das fand ich super spannend und das ist die Zukunft. Also so müssen wir denken. Und ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe es für unsere dänische Technische Universität gesagt, dass hier in Fachhochschule Wismar arbeitet man damit. Und da haben die Professoren gesagt, das ist spannend. Zur Schweriner Wissenschaftswoche sind alle Interessierten eingeladen, um mit Expertinnen und Experten sowie Vertretern aus Wissenschaft und Forschung, Politik und Wirtschaft zu diskutieren.